Damit ein herzliches Willkommen zur XXL-Folge unserer F1 23, mein Teamkarriere mit Audi. Es geht das vorletzte Mal überhaupt in die USA, diesmal auf den Dakota in Texas. Ich bin sehr gespannt, abonniert gern kostenlos den Channel, lasst doch gern ein Däumchen oben, dann schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. 5,5 Kilometer, 20 Kurven und 2 DRS-Zonen machen hier draus eigentlich eine sehr, sehr fahrbare Strecke, also ich hatte hier noch nie Probleme, Überholmanöver zu tätigen, denn es ist Texas. Es ist wirklich sehr, sehr toll. Es geht in meinen letzten Run im Qualifying hier und wir gehen Richtung Turn 1. Berg nach oben, die ist schon eine richtig, richtig harte Nummer hier. Also gerade Turn 1 sehr, sehr schwierig beim Ausbeschleunigen. Muss wirklich auch früh aufs Gas gehen und jetzt geht's ins Herzstück der Strecke. Die S's, wir haben links, rechts, links, rechts. Und die Strecke ist auch von vielen traditionellen Strecken inspiriert worden. Hier natürlich Silverstone und dann vorne haben wir auch noch die Türkei mit dieser langen Rechtskurve. Und hier ganz, ganz früh aufs Gas gehen, wo keine Track Limits, auch hier beim Rausbeschleunigen. Da hatte Vettel mal seinen Wow-Moment, dass er da mitten in der Kurve einfach, oder mitten beim Rausbeschleunigen einfach die Achse gebrochen ist und der dann einfach nicht mehr lenken konnte. Das hatte mir richtig leid zu dieser Zeit. Aber jetzt mal hier zurück in mein Rennen. Es geht Richtung Haarnadelkurve, die hat es wirklich in sich, denn hier gab es schon wirklich viele Fights. Man hat hier eine ewig lange Geraden und da brauchst du gefühlt immer eine Sonnenbrille. Jetzt hier gut gebremst, nicht neben die Strecke kommen, da gibt es permanent Verwarnungen. Also das muss ich spoilern, denn hier gibt es tatsächlich immer Verwarnungen und da kannst du halt doch kaum irgendwas machen. Jetzt aber auch Purple im zweiten Sektor mit 1,5 Sekunden Verbesserung. Ist das tatsächlich eine ganz, ganz andere Welt, in der ich mich hier befinde, in Sachen schnellster Rennrunde. Wir werden natürlich auch uns hier jetzt nicht fürs Rennen, sondern für den Sprint qualifizieren. Leichter Rutscher drinnen, da bin ich neben die Strecke gekommen, aber das hat auch eher Zeit gekostet. Aus der letzten Kurve raus, nicht mehr stark lenken und wir nehmen die 1,2 Sekunden mit. Gucken wir uns die Startaufstellung an. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Tsunoda, Gasly, Leclerc, Theo Pourchaire, Russell, Hauge, Ocon, der Wissenschaftler, Sainz, Oscar Piastri, Drugovic, Stroll, Liam Lawson, De Vries, Joe, Daruvala, Doohan, Albon, Magnussen und Logan Sargeant. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, also schalten wir runter zum Start dieses Sprintrennens. Let's go, Leute, wir sind hier im Sprint und lights out und let's go. Es hat nur für P10 gereicht, obwohl die Runde echt schon Skyfall-mäßig war. Oh mein Gott, Leute, war das eng. Was war denn bei Pourchaire los? So langsam vom Fleck gekommen und dann schneidet er innen den kompletten Körper. Das war wirklich ein sehr krasser Start. Halleluja, das war wirklich sehr, sehr eng hier. Und durch der ist es durch. Ich konnte mich schon mal auf den 7. Platz vorarbeiten. Das ist stark. Da möchte ich auch natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne. Ich habe mich auch im Gegensatz zu den meisten anderen auf den roten Reifen entschieden. 7 Runden können natürlich eine starke Nummer werden, aber mit Gelb war mir klar, wird das vom 10. Platz aus nichts. Wir gucken uns noch einmal die Replay an und ja, man muss auf jeden Fall sagen, der McLaren hat es noch ganz gut erwischt, aber ich war dann wirklich sehr, 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 sehr spät dran, hier auszuweichen. Es ist wirklich ganz spät, das hat sich das aufgelichtet, dass der da auf einmal vor mir fährt. Also das war wirklich eine haarscharfe Nummer. Gott sei Dank alles glücklicherweise gut gegangen und jetzt, ja, mal zurück ins Renngeschehen. Da geht es in die S's rein, wirklich ein tolle, wirklich ganz, ganz cool hier. Ich mag diese S's so sehr. Auch hier, da kannst du so viel Zeit gut machen auf die KI. Keine Verwarnung, wie? Wie konnte ich hier tatsächlich keine Verwarnung bekommen? Das war sehr interessant, aber ich glaube, ich bin vom Gas runtergegangen. Leclerc hier mit dem weißen, mit dem gelben, ich mit dem roten. Und ich kann ihn da tatsächlich mit mehr Schwung von außen überholen. Das funktioniert aber tatsächlich nur, wenn wir in einem frühen Stadium vom Rennen sind. Aber vor allem auch natürlich so einen großen Reifenunterschied haben. George Russell, reicht das? Boah, wir zeigen Eier und gehen hier wie Max Verstappen damals gegen Lewis Hamilton rein.
mit dem aktuell noch schwächeren Ausgang. Doch außen haben wir jetzt zwar die schlechteren Karten, doch jetzt sind wir innen und übernehmen den 5. Platz. Wir haben schon 5 Plätze gut gemacht. Bis jetzt ein tadelloses Rennen. Ja, Max Verstappen, der ist bei uns im Team und hat uns ausqualifiziert. Tolle Leistung vom Niederländer. Aber kann er sich jetzt auch im Rennen mit dem schwächeren Reifen vorne halten? Hab den Sausage berührt und wusste schon, ich kann die Kurve nicht einlenken. Das ist tatsächlich verheerend. Lando Norris mit der schnellsten Rennrunde. Doch ist es natürlich Runde 1 und der führt auch, deswegen ist es jetzt nicht gerade eine krasse Leistung. Richtung Turn 1 reicht es hier schon, um Max anzugreifen. Nope, das reicht noch nicht ganz. Ich gehe sogar ein bisschen zu weit, habe mich verbremst. Und ja, jetzt in den Assist nur nicht abreißen lassen, dann könnten wir Max auf der langen Geraden mit Windschatten, aber noch ohne DRS-Hilfe angreifen. Vielleicht sogar überholen. Das wird sich dann noch rausstellen. Auch die Kurve wirklich eine ganz, ganz coole Sache hier. Ich mochte Texas früher nie so, aber jetzt ist die Strecke wirklich, ich dachte, da bin ich schon eins geworden. Denn mit der Dakota darf eigentlich nicht mehr aus dem Kalender fliegen. Da kann man von mir aus Miami rauswerfen, auch wenn da irgendwie diese ganzen Celebrities immer da sind. Aber meiner Meinung nach, Miami braucht es nicht. Las Vegas war top, auch Texas war top, aber Miami ist jetzt eher nur so ein Hinterwäldler-Parkplatz. Jetzt mal außen an Verstappen reicht es hier, um an ihm vorbeizugehen. Der hält da tatsächlich drauf, während ich anlenke. Das hätte ganz gefährlich ausgehen können für uns beide. Wir gucken uns noch einmal die Replays an. Und da entscheide ich mich tatsächlich außen ein bisschen mehr aufs Gas zu gehen. Ich habe auch schon gesehen, Leclerc hat die Kurve jetzt nicht optimal erwischt. War jetzt eher so semi-gut. Auch der Exit war schwach, sehr, sehr schwach sogar. Und da kannst du halt einfach tatsächlich hier nicht mehr machen, außer du sagst so thank you und Dankeschön. Hier auch gegen Russell, das sieht auch so falsch aus, dass der bei Red Bull fährt. Das kann ich nicht anders sagen. Also sorry an alle, die Russell-Fans sind und eine Hoffnung haben, dass der jetzt vielleicht auch Mercedes verlässt, aber das sieht falsch aus. Hier kommt dann die Kurve, die an die Türkei angelehnt ist. Genau diese ewig lang wirkende Rechtskurve. Und die ist dann auch an den Istanbul Park angelehnt. Apropos Istanbul Park, der soll angeblich ab 2026 wieder in die Formel 1 kommen. Ob das Ganze stimmt, ist natürlich jetzt noch eher ungewiss, aber FIA-Präsident soll sich mit dem türkischen Präsidenten getroffen haben, also Bin Sulayem und der Erdogan. Und angeblich soll ab 2026 die WEC und auch die Formel 1 mit ihren Rahmenprogrammen in der Türkei fahren. Wir gehen hier rein, ähnlich wie gegen Russell vorhin, und übernehmen den 3. Platz. Das wären jetzt mittlerweile schon 6 Punkte und das würden sehr wichtige 6 Punkte sein. Wir können, by the way, auch dieses Wochenende schon den Sack zumachen und zum 3. Mal Weltmeister werden. Gelingt mir das? Es ist noch ganz ungewiss, aber ich würde mich natürlich mega freuen. In der Konstrukteurs-WM ist es noch eine ganz heikle Sache, denn da sind wir echt nicht weit weg und die Mercedes hat mir richtig aufgeholt. Auch die McLaren sind jetzt zu diesem Zeitpunkt schon sehr stark geworden. Da kommt der Gegenkonter von Yuki. Diesmal lasse ich auch innen mehr Platz. Ich wusste nicht, dass die KI da einfach wahllos reinhält. Da auch jetzt. Mann, Bro, zieh doch mal zurück. Du bist ein ganzes Auto hinten. Jetzt aber bin ich vorne. Das ist jetzt also unser hoffentlich verdienter 3. Platz. Pierre Gasly in der 6. Runde nun vor mir. Gelingt uns ja auch noch den zu überholen? Ich bin mir nicht ganz sicher, denn die Reifen sind alles andere als fahrbar. Die sind jetzt schon am Ende und ja, hier auch irgendwie Harakiri reinhalten. Das wäre vielleicht was für die letzte Runde, aber noch nicht für jetzt. Vielleicht mache ich das ja probeweise in der letzten Kurve, da bin ich mir jetzt aber auch noch ganz unsicher. Pierre Gasly hat doch abreißen lassen, Norris richtig, richtig stark und da gibt es zu Recht die Verwarnung, komm neben die Strecke. Alles regelkonform, da kann ich auch nichts anderes sagen. Wenn ich die Kurve nicht einlenke oder nicht erlenken kann mehr, dann ist das auch ganz, ganz regelkonform, dass die mir da eine Strafe oder eine Verwarnung aufbrummen. Richtung Turn 1 geht gar nichts, also da traue ich mich auch kaum reinhalten, denn du bleibst immer über. Das spinnt dich immer weg. Das ist tatsächlich immer dasselbe. 4. Runde und das war dann tatsächlich die Runde, an der wir uns an Yuki Tsunoda vorbei gebremst haben. Auch er mit den gleichen Raffen, aber der musste nicht mal irgendwie die Lenkung aufmachen. War ganz, ganz solide vom Japaner. Der hat das wirklich top gemacht und sehr, 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 sehr schön.
ja, durch diesen Sektor durch, da ist es auch wirklich gefragt. Traktion ist eine ganz, ganz heikle Sache hier. Und was sagt er zu meinem Helm? Habe ich mir gegönnt. Finde ich auch ziemlich cool. Ich habe den auf Graffiti. Wollte ihn eigentlich für eine McLaren Season, aber ich weiß auch ganz genau, es ist wenig Zeit mehr und ob ich jetzt tatsächlich bei McLaren noch anfangen kann, ist eine andere Frage. Wir kommen in Riesenschritten gegen Pierre Gasly dran. Reicht das hier? Ja, ich habe mich einfach zu spät entschieden, hier reinzugehen. Da zieht er auch wieder vorbei und direkt mit ihm die Kakerlake dahinter ihm. Okay, nein, das war jetzt ein bisschen gemein. Nein, aber es ist Yuki, ich weiß halt auch was. Das hätte natürlich ganz blöd ausgehen können, dieses Verzweiflungsmanöver hier gegen Pierre Gasly. Es ist der dritte Platz, damit muss ich mich abfinden und das wäre fast noch in die Hose gegangen. Wir gucken uns jetzt mal die finale Startaufstellung an für den ja sehr verregneten Grand Prix. Wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens, so sieht die Startaufstellung aus. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und Pierre Gasly steht auf P2. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Der Wissenschaftler? Verstappen? Russell? Leclerc? Ocon? Theo Pourchaire? Hauge? Sainz? Stroll? Oscar Piastri? Drugovic, Tsunoda, De Vries, Liam Lawson, Doohan, Daruvala, Albon, Joe, Sargent und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Hier sind wir also nun im sehr nassen, im sehr feuchten Kota. Lights out und let's go hier vom Platz 3 aus. Ich hasse es, im Nassen zu fahren. Und es ist wirklich, es liest sich fast wie ein offenes Buch. Jedes zweite, dritte Wochenende haben wir mindestens eine nasse Bedingung. Ist es das Qualifying oder gar sogar das Rennen? Ich bekomme die Kollision mit Norris. Der fährt hier fast mit Gasly zusammen. Ich kann nicht mehr ausweichen. Ist egal, ist echt egal. Es ist, ich sehe nicht mal diese Randlinien, es ist so schwierig, sich hier zurechtzufinden. Diese Bedingungen sind wirklich grenzwertig. Also die richtige Formel 1 wird vermutlich hier schon Red Flag schwenken. Im Game ist das Gott sei Dank ein bisschen anders. Aber seid ihr echt schon Full Wet Rennen gefahren? Ich muss sagen, das ist da tatsächlich die reinste Hölle. Und ich traue mich auch fast wetten, wenn wir dann in Brasilien sind, und das ist auch unser letzter Sprint, dass es safe entweder im Regen oder im Sprint regnen wird. Es war jede Season bis jetzt so, aber es kommt auch noch Mexiko vorher, also keine Panik. Das wird auch noch in ein, zwei Tagen vermutlich erst kommen. Vom Lance hat ja auch jetzt mal kurz eine Woche Pause, bin ich auch froh drüber. Denn das ist wirklich sehr, 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 sehr viel, was wir da bekommen. 24 Rennen, vielleicht verbremst hier gegen Lando Norris. Der fährt da wie ein Uhrwerk, wie halt die KI fährt. Der ist wirklich einfach nur top. Dieser Mann fährt, wie wenn er im Regen geboren wäre und tatsächlich nie was anderes machen würde. Fehlerlos, sauschnell, ja, jetzt konnte ich da ein bisschen aufholen, reicht aber nicht, da kann ich auch nicht außen dran bleiben und da werde ich verhungern, genauso ist es auch. Hinter mir ist Esteban Ocon im Red Bull, Pierre Gasly und nochmal Russell im Red Bull und ich komme hier wieder neben die Strecke und das kostet verdammt viel Zeit. Ocon reibt sich schon die Hände, doch ich kann noch gerade so den Angriff abwehren und jetzt sind wir da schon eine Sekunde hinter Norris, der sich da wirklich tapfer schlägt, fehlerlos bis jetzt fährt. Und es ist da tatsächlich, immer wieder sage ich es, es ist halt die KI, die weiß ganz genau, wo, wie, wenn man aufs Gas geht, was dann passiert, wenn ich das Gas durchdrücke. Ich muss mich dran tasten und wir gucken uns hier die Start-Replay noch einmal an. Mein Start war überraschend gut. Senna ist ein bisschen, Verstappen ist ein bisschen schwach weggekommen. Habe immer noch den Senna in mir. Und ja, da gibt's, das war die Berührung mit Norris. Okay, das kann ich verkraften, das war Rad an Rad. Also ob das jetzt eine Hartberührung ist, sei mal dahingesagt, sagen wir mal so. Aber sonst ist das wirklich alles top. Das ist wirklich eine Mega-Leistung. Und hier war ich dann noch nah dran in dieser Haarnadelkurve, die auch eine sehr interessante Form hat, würde ich mal sagen. Aber zu spät auf der Bremse, zu früh am Gas und da dreht's dir fast das Heck aus.
Im Windschatten allerdings hat es dann wieder gereicht, um sich dran zu sorgen, um sich dann hier wieder zu verbremsen. Ich weiß, es sieht so aus, als ob man Amateur fährt, aber ja, es ist auch so, aber es ist halt wirklich eine ganz schwierige Sache, letzte Kurve, dann kann ich vor Glück reden, dass Ocon da nicht innen irgendwie was Blödes versucht hat. War auf jeden Fall eine filmreife erste Runde. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so bleibt und dass wir uns auch mit einer konstanten Leistung dann an Lando Norris dran arbeiten können auf Turn 1. Halleluja, Halleluja. Wir sind am Ende der zweiten Runde und das hat wirklich gereicht. Ich habe mich dann ein bisschen mit Ehrgeiz und vor allem auch mit früher Bremsen bis auf 8 Zehntel wieder Norris dran gehangen. Gasly hat sich an Ocon vorbeigearbeitet und das auch nicht ohne Folgen, denn wir sind jetzt schon mit 1,5 Sekunden Vorsprung jetzt locker auf den zweiten Platz und ich müsste mich jetzt mal ein bisschen anstrengen. Die RS-Hilfe gibt es ja keine, das heißt, ich muss im Rennen hier alles zeigen, um ja, Lando Norris zu überholen. Wird das reichen? Da bin ich mir unsicher. Das müssen wir auf jeden Fall klären. Vielleicht auch wird das Wetter besser. Angeblich laut Wetterbericht hier soll das Wetter bis am Ende hin genauso bleiben. Aber das würde ich ehrlich gesagt nicht freuen. Das würde mich nicht freuen. Da würde ich mich freuen drüber, wenn das Wetter dann doch noch ein bisschen besser werden würde. Oder ja, was mit einer Strategie, kann man 20 Runden mit einem Intermediate fahren? Ja, wer weiß. Das wird sich alles im Laufe des Rennens auf jeden Fall klären. Da kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Es ist eine ganz, ganz schwierige Condition hier. Es ist wirklich sehr scheiße. Ich hasse dieses Wetter unnormal. Ende der dritten Runde und es sieht so aus, als ob ich meine schnellste Rennrunde noch einmal drücken könnte. Vierte Runde Richtung dieser langen Geraden und ich bin so nah dran wie noch kein Mal davor. 4 Zehntel, 3,5, 3 Zehntel, unter 3 Zehntel, 2,5, unter 2,5, unter 2 Zehntel. Das reicht aber nicht, der deckt innen ab. Vielleicht verbremst er sich, das war so ein bisschen meine Hoffnung, aber macht er nicht. Norris fährt hier tatsächlich wie ein Schweizer Uhrwerk, Leute. Das ist abnormal. Ja, gib mir die nächste Verwarnung. Der Brett bremst einfach 5-mal und ich kann da einfach nicht so schnell reagieren, wie der wieder bremst. Norris hier ist aktuell unbreakable. Der Brett ist einfach sau stark. Ja, 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 ja. Norris? Ja, Startziel könnte da tatsächlich was passieren. Letzte Kurve nur gut erwischen und wir können Richtung Turn 1 dann endlich den ersten Move wagen. Ich bin ein bisschen schwach rausgekommen. Dennoch sehr gut, 5 Zehntel, unter 5 Zehntel, 3,5. Der Windschatten-Effekt zieht jetzt. Ich gehe rechts, er deckt einfach links ab. Und ja, da müssen wir einmal zurückgehen. Und er verbremst sich hier, er fährt geradeaus und wir übernehmen hier lächelnd den ersten Platz. Ich bekomme den geschenkt wegen des ersten Fehlers von Lando Norris. Oh Mann, Leute, das ist geil. Das ist sehr geil. Besser hätte es nicht laufen können. Da hoffe ich natürlich, dass wir da jetzt vielleicht noch die ein oder anderen coolen Fights miteinander haben. Denn ja, das fühlt sich nicht so toll an. Wenn du da so ein bisschen... Ja, wir haben natürlich durch Konstanz und Pressure so einen Fehler erzwungen quasi, aber... Ich hätte ihn dann schon gern mit meiner eigenen Kraft überholt. Aber Norris hat einfach nicht damit gerechnet, dass wir dann so stark zurückkommen. Ich freue mich so sehr drüber, dass ich da tatsächlich Norris so unter Druck setzen konnte. Meiner Meinung nach einer der Top 3 Regenfahrer der Formel 1. Na, sagen wir Top 4, weil ich sehe Hamilton, Verstappen und eventuell Fernando. Na, ich sehe eigentlich, ja, Top 3. Verstappen, Alonso und dann er. Sind für mich die Top 3 Regenfahrer. Ja, ich konnte doch gar nicht zu schnell reagieren, dass ich ja da verbremst hat. Da gab es nochmal eine leichte Berührung. Aber ich glaube, das kann man nachvollziehen. 7. Runde. Wir laufen hier am Bande. Es sind fast 2 Sekunden Vorsprung zu Norris. Und ich glaube,
da gibt es mehr als nur diesen Verbremser, da gibt es irgendeinen Schaden. Der führt da schon quasi einen Zug an, Gasly, Ocon. Ich glaube tatsächlich, da ist mehr dran. Also da könnte es tatsächlich bald zu irgendeinem Ausfall oder so kommen oder vielleicht ist irgendwas kaputt. Jetzt holt er wieder ein bisschen Pace auf. Warum ist der zweite McLaren letzter? Das würde mich auch interessieren. Und mit so einem rapiden Abstand hat man da vielleicht was probiert? Ist da vielleicht irgendwas passiert? Keine Ahnung. Ich bekomme ja vorne nie was mit. Es gibt die gelben Flaggen meistens nicht mal mehr. Wenn wir im gleichen Sektor oder so sind, dann oder im anderen Sektor schon sind, sind dann gelbe Flaggen. Und dann guckst du auch nicht so richtig drauf. Ich bin hier in der 8. Runde in meiner langgezogenen Rechtskurve, während wir in Runde 11 springen. Ja, Norris ist zwar nur noch Dritter, aber die Konkurrenz konnte sich wieder dran arbeiten. Pierre Gasly mit eisernen Willen und auch ja, vielleicht noch besseren Reifen ist jetzt auf unter eine Sekunde wieder an uns dran. Das kann sehr knapp werden. Also da bin ich mir fast sicher, dass wir dann noch einmal Probleme bekommen. Sollen wir in die Box gehen oder nicht? War der Point of No Return schon da? Wir müssen auf jeden Fall Acht geben drauf. Ah, jetzt wird's halt spannend. Reicht es da tatsächlich für uns, mit diesem Satz fertig zu fahren? Also ich habe noch quasi das Doppelte zu fahren. Dann hätten wir theoretisch nicht mal 60%ige Reifen. Ich weiß nicht genau, ob das reichen wird. Das müssen wir jetzt echt mal abwarten. Dahinter haben es ein paar schon gewagt, in die Box zu gehen. Ich frage natürlich auch nach dem Wetter. Vielleicht ist zum Schluss so ein kleines Fenster da, so eine kleine Chance auf die Slick-Reifen. Ich bin immer so ein großer Fan auf diesen Turnaround-Punkt, wo man dann diese fetten Wälzer Inters runterhauen darf und dann sich die Slicks drauf geben darf, so rote Reifen. Zwei, drei Runden, da merkst du wirklich, wie jede Runde die Strecke wieder schneller wird, wie mehr Grip da ist. Das ist einfach, ich liebe diesen Zeitpunkt und ich bin halt absolut kein Fan von Regenrennen. Wir sind immer knapp diese Sekunde vor Gasly, aber ich glaube schon, dass der da mit eisernen Willen an uns noch drankommen kann. Da bin ich mir nahezu sicher, dass wir noch Probleme bekommen werden. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, was die Konkurrenz machen wird. Geht irgendjemand in die Box? Es scheint nicht so. Doch, tatsächlich. Esteban Ocon entscheidet sich für den Boxenstopp. Wird der auf Inters gehen? Denke ich mal schon. Aber wird das was bringen? Werden die anderen nachziehen? Das stellt sich für mich die große Frage. Kann der in 8 Runden, 8,5 Runden, kann der in 8,5 Runden diese 20 Sekunden aufholen, die er da verloren hat? Das ist eine ganz große Frage. Max jetzt mittlerweile auf dem 5. Platz. Yes, Mann, noch weiter vorne. Komm, Podium. Doppelpodium würde mich so freuen. Aber da sind wir noch nicht. Also da sehe ich uns auch nicht, Leute, heute. Nein, absolut nicht. Das sehe ich uns leider nicht. Aber ich sehe uns trotzdem irgendwo so 4. oder 5. Es ist eine gelbe Flagge und es ist erneut Lando Norris. Nein, der hat einen Hund eingebaut da hinten, einen Bock. Ich bin jetzt durch dieses Entsetzen, Mann, wir müssen uns das unbedingt angucken, was ist da nun passiert. Und es ist tatsächlich Lando Norris, den es hier aus der vorletzten Kurve rausdreht. Sehe ich normalerweise nur im Training, aber bei diesen Bedingungen ist das wirklich ganz, ganz normal. Es sind schwierig zu fahrende Bedingungen und ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schlimm für den Briten, denn der fliegt da weit nach hinten, hinter Carlos Sainz, auch noch hinter den ersten Martin, der ist jetzt nur noch 6. Platz. Ganz, ganz schade für ihn.
Mittlerweile haben die Reifen 40%, aber wir haben auch nur noch 5 Runden zu gehen. Gasly ist wirklich unser fahrender Windschatten im heutigen Rennen. Da kann ich nichts machen. Der ist einfach immer da. Ich bin da schon ein bisschen am Verzweifeln. Wirklich, Gasly heute ein sehr, sehr starker Regenfahrer. 17. Runde. Wir sind gelb schon wieder. Da ist schon wieder gelb. Und es ist mein fahrender Windschatten. Er wird langsamer. Es ist tatsächlich Pierre Gasly, der hier nach 17 Runden ausscheidet und tatsächlich eine tolle Chance aufs Podium gehabt hätte. Ich erspare euch das leider. Dachte ich mir, jetzt nehme ich die beste Chance wahr. 7 Sekunden Vorsprung zu Leclerc. Wir gehen in die Box rein. Halbe Zeit, da kann nichts schief gehen. Ja, denkste. Jetzt ist natürlich ganz knapp Safety Car endet. 2 Kurven noch. 2 Kurven. Und ich hätte das locker geschafft. Nein, aber Safety Car ending. Ich habe zwar jetzt 8 Sekunden Vorsprung, aber weiß einfach nicht, was ich machen soll. Die Reifen sind einfach tot und wir kommen hier in Teufelsküche. 6 Sekunden sind es jetzt nur noch. Ja, wir sind fast auf Hälfte der Lebenszeit überschritten der Reifen. Aber auch Leclerc, Verstappen, Sainz, die haben alle noch nicht gestoppt. Und jetzt, Stand jetzt, könnte es Verstappen tatsächlich aufs Podium schaffen. Ich bin in der 20. Runde und ich habe es geschafft, mit einem Satz Intermediates mich hier tatsächlich durchzuarbeiten. Und ich hätte echt nicht geglaubt, dass die so wenig Prozent bekommen im Laufe eines Rennens. Wir sind auf 54% Maximum vorne rechts. Und da ist wirklich, ja, sie lassen sich zwar jetzt ein bisschen schwieriger fahren, aber, ja, Katar. Wir gehen hier in den letzten Sektor, Leute. 53% und vorne rechts 54%. Ich habe es wirklich geschafft mit diesem Satz Inters. Ich habe das wirklich am Anfang nicht glauben können. Und einen Vorsprung von 5 Sekunden zu Leclerc ist ein bisschen weniger geworden. Aber tatsächlich konnte ich hier problemlos durchfahren. 55% Reifen, Abnutzung und wir gewinnen in Texas. Und das ist nicht nur der Sieg, sondern der Titel, Leute. Wir sind zum dritten Mal in unserer Formel 1 Audi-Karriere Weltmeister geworden. Das ist tatsächlich ein schöner Moment. Ein richtig, richtig schöner Moment. Wir genießen es und drehen jetzt unsere Donuts hier im Nassen. Wir sind Weltmeister. 3-mal in Folge. Und vor allem auch 3-mal mit Audi. Schaffen wir das Doppel dann auch noch im Konstrukteurstitel. Ich freue mich extrem. Es ist eine schöne Reise bis jetzt gewesen. Und ich werde in Formel 1 24 natürlich mit euch weitermachen. Abonniert gern kostenlos. Wir gucken uns die Siegerehrung an. Titel, Glückwunsch an das ganze Team. Das war eine spektakuläre Saison. Was denkst du, Stefan, wo hatten Sie heute den entscheidenden Vorteil? Jeder Fahrer muss sein Bestes geben, um mit solchen Bedingungen zurechtzukommen. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch konnte er heute den ersten Platz erkämpfen. Keine Siegerehrung im gewöhnlichen Sinne, sondern wir feiern uns hier in der Box und vor allem mit den ganzen Crewmitgliedern. Einfach nur eine coole Sache, so eine Animation gab es noch nie und ich freue mich da wirklich sehr, sehr toll. Eine coole, coole Einschnitt, also das hat es noch nie gegeben. Wir feiern hier dennoch auch noch den Sieg, ich gewinne ein erneutes Rennen. Wir haben mit 150 Punkten Vorsprung hier den Titel eingefahren. Und sind jetzt mit 80 Punkten Vorsprung der Konstrukteurs-WM ja fast auch auf der sicheren Seite. Für heute war es das mal. Max hat echt ein tolles Rennen absolviert. Also da kann ich nichts anderes sagen, außer sehr, sehr tolles Rennen. Wirklich hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass wir heute wirklich den Grundstein auch in der Konstrukteurs-WM gelegt haben. Für heute war es das mal, Leute. Vielen, vielen Dank für euren Support auch generell. Ich bin da immer wirklich sehr emotional. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei und abonniert auch hier gern kostenlos den Channel. Morgen oder später geht es dann noch auf TikTok weiter oder dann morgen oder übermorgen mit dem Mexiko Grand Prix. Dankeschön fürs Zugucken und ciao.